Moin, Mädels! Moin, Jungs! Und alle anderen auch. Herzlich willkommen zur neuesten Sülze-Folge hier auf dem Friday. Auf dem Friday vor Sülze, Digga. Ansonsten sind wir natürlich weiter mit Dead by Daylight am Start. Letzte Woche hatten wir Kostüme, diese Woche hatten wir nichts, aber ist kein Problem. Wir waren auch lustig am Start. Und. War einfach eine gute Zeit. Wir fangen mal wieder an mit der Community-Aktivierung. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen. Und, aktiv. Aktiv. Der Kommentar der Woche in meiner Folge. Ist es der oder das Kommentar? Der Kommentar der Woche. Halt bitte die Schnauze. Ist der oder das Schild? Halt das die Schnauze! Jedenfalls oder das. Kommt das Geschriebene von Alpenmilch, ja, der ja hier auch schon, ja genau, unter Hashtag Sülze auch schon einiges geliefert hat. Und wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, so eine Art Award oder sowas in die Welt zu setzen für die besten Posts. Denn er hat auch geschrieben, so ein Award wäre schon Ehre. Würde ich direkt in meinen Lebenslauf schreiben, vielleicht werde ich dann mal zum Studium angenommen. Und lustigerweise, darunter hat noch jemand geantwortet, einfach so mega random. Stetzig, hör auf zu atmen. Darunter hat noch geschrieben, Kriogun oder so, keine Ahnung. Wieso studieren? Du kannst ja einfach arbeitslos arbeiten, verstehst du? Mann, der Joke ist jetzt im Arsch. Also, für alle, die neidisch sind, weil ich mit Hand of Blood und Sterze zusammen aufnehme. Was ist das? Ja, Opfer. So, okay, hört jetzt auf. Wir gucken uns jetzt den Link im Teamspeak an. Könnt ihr das bitte unterlassen? Was soll das, Alter? Ich krieg hier einen Mental Breakdown mit euch. Das ist unfassbar. Ey. Was ist denn hier? Was habe ich euch getan, Freunde? So, wir haben uns einen leckeren Post rausgesucht. Der ist mindestens genauso gestört, denn. Also am Ende der Woche haben wir Nervenzusammenbruch, alle. Ja, voilà. Denn heute wurde gepostet. Auf Twitter von Joni G59. Und zwar, also wirklich musikalisch herausragende Leistung. Ich würde sagen, wir hören uns das jetzt alle gemeinsam an. Habt ihr den Link alle offen? Aus dem Büro. Ja. Stellt sich, bist du da? Ja. 13, 14, 16, 15, 16. Alter. Ist doch schon der. Immer Beat? Auf dem Freitag mit euch. So. Läuft schon? Ja, nee, also. Ihr zählst du runter, oder? Ich zähle runter. 3, 2, 1, los. Oh ja. Diese Pause dazwischen. Ja, Mann. Alter, jetzt geht's los. Oh, die Slap. Auf einmal knallt das so rein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ich höre mich an wie ein Chicken. Hey, das ist ja voll die coole Intro-Musik, das müssen wir verwenden. Ja, toller Post. Gerne mehr davon. Allerdings. Schaut mal, dass ihr vielleicht eine Spandauer Hardbass drunter legt oder sowas. Irgendwas, wo man ja nicht direkt Schwierigkeiten mit der NSA bekommt. Das wäre super. Ansonsten, das ist doch cool. Ja, starten wir in die nächste Runde. Heute spielt Henno wieder mal Killer. Bei mir gibt es nächste Woche wieder Killer, weil ich muss noch üben. Habe ich letzte Woche schon erzählt. Ich bin immer noch am Üben. Ja, damit ihr Bescheid wisst. Gut. Welche Map? Egal oder? Ja, deine Lieblingsmap. Zufällig. Nein, oder nicht? Nein. Mach zufällig. Okay, super. Wäre witzig, wenn wir da jetzt rauskommen. Ja, Mama Mia, so. Rein geht's. Ne? So, Partieeinstellung verändert. Da cheatet doch der Henno wieder durch. Ich habe auf alle gemacht. So, Digga. Trinkt er jetzt wieder Whisky? Klar, sonst halte ich die Scheiße mit euch auch nicht aus. Hier, Digga. Ja, das kann ich verstehen, Digga. Ich habe schon 3 Whisky-Intus, bevor ich angefangen habe mit der Aufnahme. Ich hab ernsthaft. Ja, Papa, du machst gerade noch, jetzt wenn die Folge rauskommt, nicht mehr, aber du machst ja deine Streaming-Challenge. Wie läuft die eigentlich? Läuft gut, Digi. Läuft gut. Ich stream jeden Tag, Digi. Läuft gut. Machst du das dann weiter jetzt oder wie ist jetzt so der Plan? Natürlich, Digi. Das wird natürlich weiter fortgeführt, bis das Jahr voll ist. Na, mal schauen. Läuft gut. Ich hab halt, also mir fällt immer so auf, so einen Tag bräuchte ich, glaube ich, in der Woche, wo ich das nicht mache. Das wäre nice. Real interesting.
Ich weiß nicht, also es ist immer die letzte Folge. Ja, es ist immer die letzte. Ich weiß nicht, wahrscheinlich vollkommen durch. Was ist denn hier los? Wahrscheinlich haben die sich sich heute beim Italiener beim Mittag, haben die sich da irgendwie gesagt, ja, heute fucken wir den Kalle richtig ab in der letzten Schön Folge. Schön Ramazzotti. Ja. Ja. Naja, jetzt geht's auf jeden Fall los. Ey, wollen wir direkt hier los? Ja, klar. Oh nein, ich höre die Säge. Sag mal, Sterzig. Oh, Entschuldigung. Ja, hat sich komplett erledigt mit euch. Das ist ja ein Zufall, dass ihr alle hier seid. Das klingt ja fast so, als hättest du einen Perk dabei, dass das macht. Nee. Ich hab ihn nicht am Röff. Ich hab am Röff. Nur hat ihn am Röff. Mal wieder ich? Nur hat ihn am Röff. Schön, ihr hittet, ne? Hi, guys. Ihr hittet. Mal Röff. Abfahrt! Oh. Ich sehe ihn da hinter mir einfach nur so die Kettensäge hochheben. Abfahrt! Das war schick. Das war schick. Abfahrt! Genauso wie wir letzte Woche. Jo. Aua, mein Kopf! Ob da die Bilder kommen, bin ich gespannt. Boah, er ist ziemlich weit weg von mir, das ist nice. Aber vielleicht habe ich auch Dazu gerne ferner. Habe ich jetzt blind einfach mal weitergemacht. Dann wirst du weggeklatscht. Papo hat Röff. Er sagt aber auch wieder nichts, ne? Ich hab am Röff. Konnte ich nicht, es war ein gefährliches Röff. Das ist eine Minusaktion hier. Moin! Daneben, ey. Oh, setz dir nochmal die Kettensäge ein. Achtung! Alter. Okay. Das Ende klingt irgendwie traurig. Ja. Ja, wie so ein Jodler, ne? Bisschen. Ja, bloß ein traurig. Oh, der Gamertag von meinem Bruder ist Friedhofsjodler. Achtung! Juhu! Wie er sich freut. Ja. Abfahrt! Oh Mann, Henno. Ehre Abfahrt. Das war eh das Geilste. Ehre Abfahrt. Oh, hallo, das Kinder. Das ist wirklich Ehre Abfahrt. Nein, bitte nicht. Es gibt Ehrenabfahrt. Nein, Henno. Henno hat Röff. Es tut so weh. Henno hat Röff. Nicht mit dem Hammer auf den Kopf, Digga. Röff. Hallo. Na, ist sie down. Okay, wer kümmert? Ich mach den Roffinader. Ich bin keine Kuhscheiße. Hey! Das ist meine Folge. Ja, genau. Nicht gehaken. Hängen geblieben. Du oder was? Boah, Alter, okay, er marschiert halt komplett über die Map, Digga. Och Mann, was? Warum? Ah, er ist im Sand hängen geblieben. Oh, wie unlucky. Och Mann, Henno. Naja. Im Sande verweht. So, ich fasse dich direkt an. Yes! Yes! Zieh durch. Erst bei mir. Erafat, treff. Das war echt geil. Erafat. Das hole ich mir auch noch auf mein Soundboard. Ja. Der ist wieder an dem Gen da hinten, wo ich dran war, Digga. Digga, heftig. Hey, Po, wo bist du? Der kleine Henno. Ich bin. Wo denn genau? Wohin genau? Erafat. Ich bin... Oh, da oben habt ihr einen gemacht? Was? Yeah. Ich alleine, Digga. Smart move. Achso, ja. Max ist immer noch bei mir am Röpf, Digi. Ja. Kann nicht sein. Schmerzt der Röpf? Ah, Palette. Smart. Ja, hat jemand Röff? Ja, er ist immer noch an meinem Röff. Okay, ja, wir ballern hier durch. Ist ja gut, dann hat er immerhin einen Röff. Ja, ein Röff ist besser als kein Röff. Ich hab einen am Röff. Er ist immer noch an meinem Röff. Mangoleo! Oh mein Gott! Zieh doch durch, Gnu. Nein, ich hab gelernt vom Meister. Senpai! Ui, Senpai! Na, Kalle, wo ist dich versteckt, kleiner Körperklaus? Kleiner Knaus. Na, hast du schön gegen die Fensterbank gehauen? Und du, ich hab ne Kettensäge. Ja. Wo ist er denn hin? Hier ist er! Au! Ah, oh mein ihr Gott, seid ihr beide! Scheiße. Das ist ja ein Überraschungsmoment. Ein Überraschungspaket. Das war wirklich scheiße. Es tut mir leid, ich dachte, ich kann dich verkaufen. Bin ich early. Allein dafür solltest du die Kalle holen. Da ist noch Papo um die Ecke.
jetzt hat sich die Kamera an. Papo, nimm dich auf, nimm ihn. Papo, nimm dich auf. Ja, er hat mich. Und er denkt sich so, du Wichser. Das ist doch Papo. Ich denk mir gar nicht zu, ich müde mich jetzt. So. Ich muss auch irgendwie mein Leben retten, weiß ich mein. So, da hängt er. So, hängen geblieben. Ey, noch zwei Gens, Leute. Ja, es läuft not bad für uns. Er läuft zu dem, der am Gen ist, glaube ich. Glauben ist nicht wissen. Hallo. Ich glaube, es ist sterzig. Ehre in dem Popo. Ich kümmere mich um Papo. Ich komme mit, oh yeah, er. Oh. Soll ich dich hochheilen? Oh, yes. Boah, das geht aber fix. Wir brauchen noch ein Gen, Leute. Ein Gen, sie zu knechten. Ja, ja. Ich habe auch noch eine Falle am Start. Sie zu gennen. Was hat das Ganze mit Frauen namens Jennifer zu tun? Jennifer Lawrence. Shattuck? Ja. Ich hab Ruff. Bist du sicher, dass du Ruff hast? Nee, du hast nicht Ruff. Wir haben alle irgendwo ein bisschen Ruff. Ich hab's die ganze Zeit noch klopfen hören. Ich hab Ruff. Hallo. Ich hab Ruff. Oh, nice. Papo hat Ruff. Okay, wir haben alle Ruff, scheinbar dann. Irgendwie ja, ja. Ich hab Da, macht jemand einen Gen? Ich such gerade einen. Bamboleo. Bamboleo. Erst an meinem Ruff. Nein. So, ich hol mir noch mal ein paar extra Punkte. Einfach für den Vibe. Gar nicht so einfach, was zu finden, meine süßen Mäuschen. Erst an meinem Ruff immer noch. Stetzig, soll ich Marlboro Gold anfassen? Ja. Was? Was tut er? Oder hilf mir. Oder. Na gut. Krieg gar keine Benachrichtigung mehr. Macht ihr keinen Gen? Nein. Ich finde keinen. So. Das war eine Lüge, nein, wie. Hallo. Das war eine Lüge. Oh. Eieiei. Oh my goodness! Ja, lauf! Das ist aber eine Überraschung. Wie weit ist euer Gen? Fast fertig. Oh, scheiße. Lauf, ich halte ihn auf. Ja. Halt, stopp! Halt den Mann. Fest. Hä, wieso? Wurdest du geflasht? Lol, ich bin auch geflasht. Max, ich bin auch geflasht. Super, mitgehangen, mitgefahren. Warte, ich helfe dir. Super. Mir tut alles weh. Hier, so eine kleine Marlboro Gold, mein Schatz. Nee, das geht nicht, ich bin auf... Ja, aber warum habe ich keinen Terrorradius gehört? Kalter Scheiß. Ja, weil er Tinkerer dabei hat. Ah, Tinkerleo. Wenn Jen auf 70% ist, dann verliert er seinen Terrorradius. Alter. Wie er seine Kettensäge in die Luft streckt und schreit, ist einfach nice. Amorefi. Pass auf, wenn dich zu bewegen kann, sonst werde ich. I don't moving! Ihr habt nichts gemacht! Er ist im Busch, er ist im Feld. Ein Reh im Kornfeld. Das ist immer nice, ihre im Arsch. Ein Reh im Kornfeld. Ja, der Papo ist heiß. Echt? Von wem? Mann, was hat das alles eigentlich mit Tunneln zu tun? Tunneln. Es gibt so viele coole Tunnel. Oh mein Gott! Wusstest du das? Das kam jetzt überraschend irgendwie. Also wusstest du, dass ich. Du musst es ja gewusst haben. Kettendegge! Massaker! Eieiei. Nein, warum bringst du den wieder her, Kalle? Nein, hab ich nicht. Doch, hast du. Nein, hab ich nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Nicht reine Bier, hallo. Ja, wir haben uns auch gerade wieder selber geflickt. Wo ist er denn? Hat jemand Ruff? Oh, warte mal. Nee. Hier ist keine Palette mehr. Wer hat Killercheck benutzt? Die haben wir direkt am Anfang benutzt. Ganz am Wer war das? Ja, scheiße, richtig Mann. So, wegen wem bin ich jetzt gestorben? Wer ist schuld? Ich glaube, es ist Gnu, oder? Was? Aber er holt ihn nicht, ne? Ich habe doch Hallo. Überhaupt nichts gemacht. Nee, Max. Ich hab gar nichts gemacht. Echt keinen Bock drauf. Ah! Okay, wir müssen uns mal heilen. Halt mal Papo direkt. Super. Der kommt wieder zu euch, glaube ich. Wobei, ich glaube, der ist jetzt noch spannend gegen Ende. Nee, das wird hier nicht spannend. Wir haben uns gefreegent, ne? Wir haben drei Gens, die direkt nebeneinander sind. Ja. Hey, bitte wurm mich nicht. Er rennt zu euch. Echt? Heil dich. Oh mein Gott. Es war knapp. Oh my goodness. Oh my damn. Oh my goodness. I'm going ham. This is how bacon is supposed to be.
Du kannst mich hochholen, Pisse. Ja, wie du gegen die, ja, den Jen gerannt bist, eben, Digga. Okay. Ich weiß nicht, wo Max ist. Vielleicht ist er wieder bei dem Land. Er ist da, wo Stärze eben lag. Er ist da, wo Stärze liegt. Ey, ich hab E gedrückt und was macht er? Nichts. Voll. Haben wir noch einen Jen? Ja. In the making? Oh, das ist so. Das ist. Das ist fantastisch. Das ja, jetzt muss der Jen fertig gemacht werden. Hier war doch gerade noch wer. Warum ist er nicht am Jen dran? Warum nicht? Oh Mann. Wer hat die Check benutzt? Gnu? Das ja. Ja, aber mein, da ist niemand am Jen, das war eine Tonne. Wer eine Tonne anschreit? Du hast versagt! Oh, Schutzig ist tot. Wer hat die Check benutzt? Die Tonne. Die Check haben wir direkt in Sekunde 1 benutzt. Schwörst du? Ich schwöre. Warum seid ihr schlecht? Das ist das, was Papo sagen will. Das ist einfach nice. Die Generatoren sind alle in einem Meter Umkreis. Ich brauche einfach nur hin und her gehen. Also der perfekte Plan wäre, wenn Papo es schafft, ihn lange abzulenken und wir den Also Jam das geht können. Jetzt nicht. Ja, aber das wird er ja nicht machen. Verstehst du? Ich mach das, ja. Ich mach das. Ihr macht einen Jen, ich ja, ich hab am Riff. Defuse die Bombe. So, Jen ist down. Der andere Jen braucht einen Tick. Einen Welcher Tick. Denn, welcher denn? Der, wo ihr gerade hinläuft. Hallo! Das wird knapp, Kalle. Meinst du, schaffst du das? Ja. Einfach dicke Stahleier rausgekommen, Stahl, Digga. Ja, das war's, Leute. Das war wirklich. Max cheatet schon ich wieder. Da, ja, das ist jetzt blöd. Du hättest hier weg sein müssen. Naja. Wie knapp. Abo. Achso, wir sind alle tot. Ja, gut. Ja, eigentlich haben wir ihn ziemlich weggemacht. Aber ich habe den Jet Papo verkackt. Ja, das Ass musst du immer im Ärmel haben und das musst du ja bis zum Ende aufheben. Auch als Hilly-Billy, wenn du keine Ärmel hast. Und dann läuft das einmal frei. Könntest du mich die Tür aufmachen lassen und mich Na, gehen klar. lassen? Klar. Wie findest du das? Finde ich super. Okay. Ja, das, da freue ich mich drauf. Hey, du nimmst mich nicht als letztes, obwohl es meine Aufnahme ist? Ja. Hä? Papo, hast du nicht das Perk dabei? Ich weiß nicht, wo Papo ist. Scheiße. Papo kann noch die Luke suchen. Das wird ja jetzt auch knapp. Ah, oh, schade. Nö, das ist alles unter Kontrolle. Ach, Herr so, Papo, Gott, wo noch hatte eins. Ich dich denn weggeklatscht? Wie so ein dreckiges Radieschen. Ja, oh, Gnu, du sahst in deiner Folge echt gut aus, muss ich sagen, im letzten Fall. Scheiße. Stell mal vor, ich komme da jetzt weg. Das wäre so insane. Wer ist Play der Woche? Ach, hier. Hallo. Ups. Ja, war unglücklich. Aber das Ding ist, hier sind noch gar keine Haken mehr. Ich weiß. Ah, wir werden den Tag nie vergessen, an dem wir Hanno fast besiegt hätten, Digga. Wie hier die letzte Mal. Oh nein. Lässt ihr euch jetzt einfach Ja, das so wird echt knapp, ne? Ja, machst du jetzt Papo mal an Haken, oder was? Ist die Luke nicht schon zu? Nee, die Luke gibt's doch gar nicht mehr, oder? Gibt's die noch? Die Luke gibt's noch, ja. Einfach, hast du gehört, wie er seine Tasten hier macht? Er fühlt's noch richtig. Eieiei. So, wann kann der denn jetzt endlich mal sterben? Also ich bin jetzt tot. Hey, das kann doch nicht sein Ernst sein. Er braucht einfach 80 Jahre zum Sterben. Tschüss, Max. Das ist so dumm. Ja. Ich seh's nicht. Ja, leider verkackt, Max. Ja, aber er braucht ja wirklich einfach so viele Jahre. Unglaublich. Ich reporte. Okay, ich hab aus Versehen auf Fortfahren gedrückt. Ja gut, das war's für diese Woche mit Sülze, Digga. Oh, ich hab dominiert. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, schreibt gerne weiter Challenges auf in jeden die Fall, ja. Kommentare. Letztes Mal hatten wir uns nette Worte sagen. Mal sehen, was als nächstes passiert. Ich spiele nächstes Mal wieder Killer. Schönes Wochenende, Montag geht's weiter beim Hand of Uncut. Ansonsten gerne nochmal bei Hand zwei Papo vorbeischauen. Ich muss auch gerade dran denken. Tschüss.